KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, hallo auch von mir, hier ist der Erik. Ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier da draußen in der großen, weiten Welt. Habt ihr euch ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um diesen Podcast zu hören? Vielleicht im Urlaub. Manche haben aber jetzt schon keine Ferien mehr, dann vielleicht auf Arbeit, wer weiß. Wir haben Filme mitgebracht, wir raffen das ja jetzt immer etwas, das Programm. Es sind zwei Filme diese Woche, zwei neue Filme. Der eine heißt Rosalie, den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Und der andere Film heißt Trap, No Way Out, da ist die Kate ins Kino gegangen. Ganz nagelneu hat sie den angeschaut. Dann gibt es natürlich die Sneak Tipps der Woche und ein paar Infos. Und mal schauen, was uns noch so einfällt. Wir starten gleich mal rein in Rosalie. Der wurde nicht getippt, wenn ich mich richtig erinnere. Und der lief bei den Filmfestspielen in Cannes im letzten Jahr, also 2023, lief der mit im Festivalprogramm. Und ich habe davon aber nicht so viel mitbekommen. Das ist doch etwas, ja, würde man sagen, ein bisschen arthausig vielleicht, mal vorsichtig zu nennen. Die Regisseurin war auch nominiert für besten Film und bestes Drehbuch. Und der Film spielt irgendwo 19. Jahrhundert, irgendwie Ende 19. Jahrhundert, so kurz vor der Jahrhundertwende. Und ein älterer Mann fährt mit seiner Tochter mit so einer Kutsche übers Land. Die hat sich ganz fein gemacht und die fahren da in so ein anderes Dorf. Und in diesem Dorf wird sie dann quasi einem Mann zugeführt. Und der Vater von ihr, der gibt ihr gibt dem zukünftigen Mann, Ehemann, Bräutigam so eine Mitgift in Form von Geld, was er auch gut brauchen kann. Und denn er kommt aus dem Krieg, hat auch noch eine Kriegsverletzung am Rücken und kann nicht mehr so gut. Er hat eine Schenke, eine Wirtschaft, ein Besen, und den er da betreibt. Allerdings in dieser Ortschaft, wo die sind, da gibt es eine größere, ja, ein Industriebetrieb, die machen irgendwie, ist das eine Färberei oder eine Wäscherei oder irgend sowas, wird nicht ganz deutlich. Da gibt es so einen Industriellen, der das betreibt, und der sagt aber seinen ganzen Mitarbeitern, die sollen da nicht in die Schenke gehen, sollen lieber sich ausruhen, damit sie am nächsten Tag wieder fit sind für die Arbeit, so wie sich das gehört. Und deswegen läuft es bei ihm auch nicht so gut und er kann das Geld gut brauchen von der Mitgift. Und er stellt dann aber fest, in der Hochzeitsnacht, wo er sie dann entblättern möchte, stellt er fest, oh Moment mal, die ist ja quasi vom Hals ab sehr stark behaart, und stellt dann auch, also wirklich, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark behaart, und sie rasiert sich auch offensichtlich, also er stellt dann auch fest, oh, am Gesicht ist auch was und so, und dann offenbart sie sich ihm, dass sie das seit Kindheit hat. Der Vater hat schon versucht, da war bei diversen Ärzten mit ihr, aber schon als Baby hat sie so ausgesehen, und sie rasiert sich halt das Gesicht, damit das nicht so deutlich wird, und zieht so hoch zugeknöpfte Kleider an, damit keiner den Körperhaarbewuchs sieht. Und ja, er ist natürlich erstmal total abgestoßen von ihr. Und ja, wenn man jetzt denkt, das ist dann so eine Love Story, wo er dann quasi hinter die Fassade und erkennt dann, dass es, nee, so ist es nicht, sondern er macht dann so ein paar komische, hat dann so ein paar komische Drehbucheinfälle, der Film, dass dann sie sagt, sie rasiert sich jetzt mal nicht mehr, weil sie erfährt dann, dass dann so was ist die Mehrzahl von Zirkus? Zirkusse, Zirken, so mehrere Zirkel. Mehrere Zirkel durchs Land fahren. Und irgendwie, damals war das ja so, dass man irgendwelche Missbildungen der Natur, so hieß das. Erik, nominativ der Zirkus, Plural die Zirkusse. Genitiv des Zirkus, Plural der Zirkusse. Dativ dem Zirkus, also, Plural die Zirkussen.
und Akkusativ den Zirkus und die Zirkusse im Plural. Also Zirkusse. Okay, was kann also, falsch? Ja, na dann passt ja. Es klang irgendwie falsch, wie bei Globus. Na, egal. Herzlich willkommen bei Deutsch mit Chris. Ja. Ich bin kein Deutschlehrer, ich habe was aus meinem Leben gemacht. Manchmal als Vertretungslehrer, oder? Garantiert nicht. Sag ja, ich habe was aus meinem Leben gemacht. Nicht so, oh, Blätter fallen vom Baum. Wie interpretieren Sie das? Naja, lass mal weitermachen mit Rosalie. Denn, ja. Weil in eben diesen, werden so als Attraktion irgendwelche Missbildungen von Mutter Natur ausgestellt, irgendwelche Frauen, was weiß ich, wo die Finger zusammengewachsen sind, die dann irgendwie so die Krebsfrauen genannt werden, die dann halt, was weiß ich, wie so eine Krebsschere als Hand haben und solche Geschichten. Und die Personen, die verdienen halt ordentlich Geld damit, dass sie sich da zeigen und Fotografien werden verkauft und sie kommt dann halt auf die Idee, sich mal ihren Bart stehen zu lassen. Ihr Mann findet das keine gute Idee, weil er sagt, ja, die werden dich hier zerreißen. Das sind alles irgendwelche, also wenn da irgendwas anders ist, die machen dich fertig. Und ja, letzten Endes wird sie dann so ein bisschen so eine Attraktion in dieser Kneipe. Allerdings stößt das nicht bei allen auf Gegenliebe. Und viel mehr kann man da auch nicht sagen. Also ich habe natürlich die Intention hinter dem Film verstanden, dass man so dieses Anderssein und wenn jemand körperlich nicht anders aussieht als jemand anders, dass das eben kein Makel ist oder irgendwas, und habe ich natürlich alles soweit kapiert, aber ja, war mir einfach alles etwas zu langatmig erzählt, oder Chris, wie war es dir so? Ging es dir so? Ja, das trifft es perfekt, langatmig. Ich weiß auch nicht, ich fand das alles so ein bisschen schräg. Ja klar, früher, damals, wie auch immer das war, mit wenn jemand alles anders ist und wie das die Gesellschaft ist, ist ja heutzutage auch noch so. Also deswegen, anders ist immer komisch und wird von der Mehrzahl der Menschen irgendwie abgelehnt, weil es einfach Kleingeister sind, die damit nichts umgehen können. Jedwede Veränderung ist gefährlich. Das ist ja da schon, wenn die morgens mit der Bahn ins Geschäft fahren und die Bahn, es gibt eine Haltestelle, dann sind die völlig aus dem Dingsen draußen. Und ja, und was soll ich sagen, es ist ja eine ganz nette Geschichte, auch wie es sich entwickelt dann. Es ist schon ganz cool, das zu sehen, wie die Personen sich entwickeln, was man da draus macht, mit der Andersartigkeit auch zu leben und was man da auch draus probiert und oder was sie auch probiert, um da einen Stand im Leben zu kriegen, wie sie da quasi aber auch ja ihr Herz quasi in beide Hände nimmt und sich die mutigen Schritte mal zutraut. Und das ist schon ganz cool, aber insgesamt, ja, fand ich es sehr, sehr langatmig, sehr trüge, sehr, sind wir wieder bei meiner Lieblingsmetapher mit dem kleinen Bergfluss oder Waldfluss, der da rumplätschert und keinem wehtut. Und so fand ich es jetzt diesmal halt auch wieder. Und deswegen, ja, ist es, wie es ist. Bestimmt kein schlechter Film mit einer guten Message, aber für mich am Montagabend in dem Fall war es eher der falsche Treffer. Ja, Message hat so ein bisschen, ja, ein bisschen zu verkünstelt rübergebracht, würde ich fast sagen, weil und der hatte auch ein paar Drehbuchschwächen, der Film, fand ich. Was ich aber gut fand, ich muss erstmal auch mal sagen, was ich gut fand, zum einen natürlich den schauspielerischen Mut von Nadia Tereskiewicz. Die ist zwar in Versailles irgendwie in Frankreich geboren, aber der Name klingt doch irgendwie so, als kommt sie irgendwie aus, weiß nicht, Polen oder Tschechien oder so. Ich hatte erst gedacht, ja, die ist bestimmt da, wo der Name da stand, aber nee. Jedenfalls, also diesen schauspielerischen Mut, so eine Rolle zu spielen, weil das kann ja ganz schnell wirklich ganz, ganz fies abgleiten, dass es einfach nur noch lächerlich ist, aber sie bringt das unheimlich charmant rüber und gut rüber. Das fand ich gut. Und ich fand tatsächlich das Ende gut, weil das so ein bisschen untypisch ist, weil ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das ist nicht so dieses typische, so ja, dass er ihr dann hinter die Fassade blickt und dann ja, da, und ach, es wird ein riesen Love Story und so. So ist es halt gar nicht, sondern er macht halt doch schlägt ein paar andere Richtungen ein, und das fand ich sehr, sehr gut. Allerdings fand ich halt den Rest des Films eben nicht so besonders. Auch so eine bestimmte Szene, die irgendwie völlig aus dem Kalten kam. Okay, wir haben dann, als wir aus dem Kino raus sind, haben wir ja noch ein bisschen drüber
gesprochen gehabt. Du hast gemeint, das lag halt daran, dass er was getrunken hat, und weil es entwickelt sich die ganze Zeit in eine Richtung, dass er ihr dann doch irgendwie zugetan wird mehr und mehr, und dann kommt plötzlich so ein heftiger Bruch, weil er sie dann plötzlich anschreit und sie muss sich verstecken hinter der Tür und so, weil er gewalttätig wird und sowas. Und das fand ich irgendwie so völlig aus dem Kalten raus, hat sich bis dahin überhaupt nicht angedeutet, drehbuchmäßig. Und ja, aber ja. Das hat ja auch wieder für mich gezeigt, welche Problematik bei ihm drin steckt, diese innere Zerrissenheit, dieses zum einen das eigene Ansehen, dann auch mit dem Kapieren, dass eigentlich das eigene Ansehen eh schon brutal ramponiert ist und eh schon am Boden ist, dann auch irgendwo das Mitleid mit ihr, dann auch wieder die Überlegung, war es vielleicht doch ein Fehler, das Ganze mit ihr einzugehen und alles, und dieses, ich glaube, diese ganze Unsicherheit auch bei ihm und auch nicht wissen, wohin mit sich selbst und was weiß ich was, das hat, glaube ich, da dazu geführt. Okay, dann noch ein Beispiel. Sein bester Freund, mit dem er zusammen im Krieg war, dem er im Krieg das Leben gerettet hat, was im Film thematisiert wird in so einer Exposition, ja, wo man denkt, okay, das sind hier Best Friends for Life. Nee, der plötzlich aus irgendeinem Grund hintergeht er ihn und ist da so snitchy und erzählt diesem Großgrundbesitzer da was. Habe ich auch nicht verstanden, warum, weshalb, wieso, ja. Habe ich auch verstanden. Okay, habe ich tatsächlich verstanden. Muss ich die unterbrechen? Und deswegen so eine Wertung, da hast du noch mehr verstanden als ich. Ja, weil ich habe mich dahingehend verstanden, weil sein bis dahin bester Kumpel oder das ist ja der Vorarbeiter, den du da meinst, ne? Mhm. Von der Firma, der hat ja nichts. Der hat ja gar keine. Ja, meinst du das? Also der hat ja einen tollen Job, ist ja total angesehen, aber der hat ja gar nichts und dann kriegt er auch noch einen Frack voll. Also von dem her. Naja, nee, also auf jeden Fall, Festival in Cannes, Diese Festivalfilme sind ja immer, haben immer ein bisschen Geschmäckle, wie man hier im Ländle sagt. Das kennen wir ja spätestens seit Titan. Deswegen, also von mir gerade mal so 6 Punkte. Wie gesagt, die 2 guten Sachen, die mir gefallen haben, sind hier mit drin. Aber sonst nicht so. Was gibst du? Ich habe ihn tatsächlich bei 4 Punkten, obwohl ich jetzt doch mehr verstanden habe wahrscheinlich, aber ich hätte ihn wohl auf 5 gehabt, aber ich fand ihn dann so einfach echt ein bisschen zu fad und deswegen gibt es dann nur die 4. Ich möchte noch einen Kurzkommentar vom Cinebasti zitieren, der offensichtlich auch bei uns in den Sneak geht in Stuttgart. Der hatte neben den Sneak-Tipps hat er noch geschrieben, zum Film Rosalie für mich bislang einer der stärksten Beiträge im Sneak-Jahr 2024. Sehr feinfühlig inszeniert und erzählt ist der Plot zudem auch überaus interpretationsoffen, auch und insbesondere in der heutigen Zeit, in welcher jede Form von Andersartigkeit ja gerne vorschnell ausgegrenzt wird, hat ihm extrem gut gefallen. Ich denke mal, er wird dann der eine oder die Person sein, die hier 9 Punkte gegeben hat. Da ist nämlich eine Stimme mit 9 Punkten. Also solche Reaktionen gibt es auch auf den Film. Ach genau, weil er sagt, mit interpretationsoffen. Ich hatte zeitweise auch so dieses gedacht, die wollen in diese homoerotische Richtung gehen, wenn er dann, weil ja, die beiden haben Sex im Film, ja. Und wenn er dann so durch ihre Rückenhaare streicht und durch ihren Bart streicht und davon angetörnt wird, irgendwie gefühlt, also irgendwie war das sehr weird alles. Also, naja, den Durchschnitt vermag ich nicht abzuschätzen. Ich denke mal, der liegt so zwischen 5 und 4 oder so. Es sind ein paar 7 und 6er. Vielleicht zwischen 5 und 6 wird er liegen. Ihr könnt immer noch abstimmen auf kinocast.net, einfach die Sneak Preview 1228, da steht auch Rosalie im Titel von dem Beitrag, der wird jetzt morgen dann wieder nach unten rutschen, einfach dann dort abstimmen. Muss man sich nicht anmelden, habe ich extra so offen gehalten für jeden, weil vorher gab es ja ein bisschen Themen, weil die Leute nicht auf Facebook sich anmelden wollten, jetzt kann jeder. Ja. Und wenn wir einmal auf der schönen Seite sind, Kate, was sind denn da so die Tipps und so? Ach nee, Chris macht die Tipps und du sagst, was getippt wurde, so rum. Das können wir genauso machen, ja. Okay. Also, der Tipp für die Sneak 1229 am 12.08.2024 lautet, und ich habe es im Saal falsch gesagt, fällt mir gerade wieder ein, der Tipp ist zerschmetternde Gefühle. Ich habe im Saal, zerschmetternde Liebe gesagt, aber es ist zerschmetternde Gefühle, es tut mir sehr leid. Ja, ich habe das genommen. Das war eh so ein kleiner Pech- und Pannenabend. Was bei uns in der Gruppe stand, das habe ich genommen. Das hoffe ich das mal, dass es richtig ist. Ja. Das ist richtig, ja. Deswegen. Ja. Und es gingen Tipps ein, und zwar einige. Der Erik zum Beispiel,
hier, der da, den ihr auch hört, der sagt, Blink Twice könnte kommen. Der Martin tippt auf, nur noch ein einziges Mal im Original, It Ends With Us. Mit Blake Lively. Warum muss man das ändern? Gibt sehr schöne Videos mit Ryan Reynolds und Blake Lively, wenn er dann den interviewt, der ihren Partner im Film spielt, so, ey, hast du meine Frau? Ja! Oder auch, und natürlich mit einem Song von Taylor Swift. Ja, aber habt ihr das gesehen, wo Blake Lively in der einen Show war und dann so, ja, wir haben eine Nachricht von deinem Mann und Ryan Reynolds. Sehr schön. Also, ja. Komm nach Hause, bitte komm nach Hause. Okay. Und dann am Ende so, ja, wir schaffen das auch ohne dich. die sind dann einfach echt cool. Es gibt noch weitere Tipps, und zwar The Beast wird getippt vom Cinebasti und Das Flüstern der Felder, auch vom Cinebasti getippt. Na, mal schauen. Große dann, Auswahl. Ja, das war's, genau. Hat man ja letzte Woche auch große Auswahl und dann war nichts dabei, weil diesmal die Tipps, die sind auch immer sehr vage jetzt in letzter Zeit. Ja. Na, mal schauen. Aber Kate, du hast, im Kinofilm kommt er als erstmal, genau. Du hast ja noch einen Film mitgebracht aus dem Kino. Ja. Was gab's denn bei Trap No Way Out? Das ist ein neuer Film von, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Genau, der da. Der Shyamalama-Ding-Dong. Ich kann mir das einfach nicht merken, wie der heißt. In der Hauptrolle mit Josh Hartnett. So, mein Jugend-Crush so. Josh Hartnett spielt Cooper. Und Cooper geht mit seiner Tochter Riley auf ein Konzert von deren Lieblingskünstlerin Lady Raven. Und Lady Raven wird gespielt von Saleka Shyamalan. Also die müssen irgendwie verwandt sein. Und also es beginnt tatsächlich, dass sie auf dem Weg sind zu dem Konzert. Und er macht halt so Daddy-Moments mit ihr, so komm, ich heb dich auf meine Schultern, dann kannst du sehen, wie sie da ins Gebäude reingeht, deine Lieblingskünstlerin, und wir hören im Auto die Musik von ihr und yay, ich habe dir tolle Tickets gekauft, alles super, also so typisch, Papa geht mit Tochter auf Konzert, und sie gehen dann auch durch die Kontrollen und Cooper guckt sich so um und stellt fest, dass relativ viel Polizeipräsenz da ist, also es ist wirklich überall Sonderkommando, Polizei, Inkognito-Leute mit Stöppel im Ohr. Und er findet, es ist ein bisschen viel irgendwie. Aber er geht normal mit ihr rein. Ihr fällt es gar nicht erst auf. Sie gehen rein, gucken mal, wo ihre Plätze sind, denn das ist ein Konzert mit Sitzplätzen auch im Innenraum. Das heißt, sie können erstmal schauen, wo sind meine Plätze. Wie sehe ich da? Hast du die gut? Gehe ich doch nochmal raus was trinken? Merch-Stand, solche Sachen. Und während das Ganze so läuft, du denkst dir nichts bei. Du hast zwar immer so eine düstere, dunkle Stimmung, aber du denkst dir eigentlich nichts dabei. Bis Cooper sehr nervös wird, weil er sich mit einem vom Merch-Stand unterhält, dass dieses Konzert eine Art Falle für einen Serienkiller ist. Und er wird dann ganz nervös und geht erstmal auf die Toilette und tut durchatmen in so einer Toilettenkabine, nimmt sein Handy raus, was so super gesichert ist mit so einem Security-System, und guckt über die Kamera in einen Keller, wo ein Mann gefangen ist. Und dann ist klar, okay, dieser besagte Serienkiller ist Cooper. Und das ist kein Spoiler, denn das wird auch schon im Trailer erklärt, das muss ich gleich sagen. Im Trailer wird es schon erzählt, dass er das ist. So. Und jetzt geht's für Cooper natürlich darum, er muss irgendwie raus aus diesem Konzert oder irgendwie nach dem Konzert irgendwie einen Weg nach draußen finden mit seiner Tochter, ohne dass die ihn finden und ohne dass seine Tochter irgendwas dabei merkt. Während dem ganzen Konzert fallen ihm dann Dinge auf, wie dass die Polizei punktuell Männer, die ihm ähnlich sind oder die irgendwie in sein Profil passen, aus dem Publikum rausnehmen und befragen, und ja, also es geht im Endeffekt darum, wie kommt er aus dieser Falle, die ihm die Polizei gestellt hat, raus. Und natürlich, wie sind die darauf gekommen, dass ausgerechnet er auf diesem Konzert ist? Das habe ich mir zum Beispiel die ganze Zeit die Frage gestellt, woher wollen die das denn wissen? So. Und
Genau, sie finden, ob er dann einen Weg rausfindet oder nicht oder wie das dann am Ende ausgeht, erzähle ich natürlich nicht. Was ich erzählen kann, ist, dass es ein schwacher Shyamalan-Film ist, aber teilweise auch echt schlechte Dialoge. Ich glaube aber, dass es auch der Übersetzung geschuldet ist, also der Synchronisation. Was ich allerdings sagen muss, und das sage ich aber mit ein bisschen Teenie-Schwärmherz, Josh Hartnett trägt diesen Film richtig gut. Also ich finde, der ist immer noch ein großartiger Schauspieler. Dieser Switch von Daddy zu Monster im Gesicht ist so gut, das macht er richtig toll. Die Tochter ist so, ja, die nervt mich ein bisschen, die Schauspielerin. Und die Sängerin, die sind also quasi so die drei Hauptdarsteller. Ja, weiß nicht, ich glaube, das ist da nur Vitamin B gewesen, dass sie da mitspielen darf. Es ist ein schwacher Shyamalan-Film, aber es ist keine Zeitverschwendung. Muss man dafür ins Kino gehen? Ich denke nicht. Ich bin ins Kino gegangen und habe mir lustige Sitze ausgesucht. Dann wollte ich nämlich nachher im sonstigen Teil noch kurz was zu erzählen. Ich habe mich nämlich in die D-Box-Sitze gesetzt für diesen Film. Also ich fand es gut, mir hat es gefallen. Es war keine Zeitverschwendung meiner Meinung nach, aber es war ein schwacher Film, sagen wir mal so. Ja. Interessiert mich trotzdem. Ich habe auch versucht, einen Screener reinzukriegen. Ich will jetzt keinen Filmverleiher blamen oder sowas, aber also nicht mal eine Reaktion. Also das klappt bei anderen Verleihern wesentlich besser, ja? Also die schreiben dann wenigstens, nee, verpiss dich oder so. Nee. Wir blamen keinen Filmverleiher. Wir sagen, du über das, fick dich 20th Century Fox, ich bin jetzt in Disneyland. Nee, 20th Century Fox war es nicht. Ja, ich weiß, deswegen. Genau, wollte ich nur kurz erwähnt haben, ich liebe 20th Century Fox. da kommt ja auch der nächste Film her, den wir im Kino sehen. Nee, der übernächste Film, sagen wir es so. Genau, aber ja, ich kann mich erinnern, dass das ursprünglich mal gepitcht war, der Shyamalan-Film, irgendwie so eine Serienkiller versus Taylor Swift-Konzert. Und da war wohl irgendwie mal geplant, auch eigentlich das in dem Umfeld, hat aber dann wahrscheinlich nicht geklappt. Also dann. Aber naja, es gab ja auch mal so eine Aktion irgendwie vom FBI, dass die irgendwelchen flüchtigen Leuten da kostenlose Tickets für irgend so ein Konzert geschenkt haben oder irgendwas und die sind dann da hingegangen und haben sie die festgenommen. Das ist natürlich auch witzig. Ich fand aber hier der Trailer, ich habe den ja verlinkt auf kinocast.net, der Trailer wirkte so, als hätte ich den ganzen Film gerade erfahren. Also du sagst nee, aber, nee, habe ich nicht, okay, das ist, beruhigt nee, also mich schon mal. Das, was du im Trailer siehst, denkst du, okay, das ist der Film, aber das ist nur, sagen wir mal, das erste Drittel vielleicht, ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und die losen Fäden, die du die ganze Zeit hast, wo du denkst, woher verdammt nochmal wussten die das, dass der da hingeht? Und warum, wieso, weshalb? Es gibt so ein paar Fragen, die sich über diese erste Dreiviertelstunde ziehen und denkst, wenn die das denn aufklären, dann bin ich echt sauer. Die werden am Ende tatsächlich alle zusammengeführt. Also okay. Ich bin raus und hatte keine Fragen offen. Sehr gut. Also ja. Ich habe übrigens nachgeguckt, die Sängerin in dem Film ist die Tochter von M. Night Shyamalan. Bringt das sie mit unter. Ja. Ja. Ich habe gerade geschaut, der läuft am Montag um 21 Uhr in den Innenstadtkinos Stuttgart. Das heißt, wenn in der Sneak irgendwelche Scheiße kommen, dann gehe ich in den anderen Saal. Jawohl. Hey. Ja, die war nur Spaß. Genau. Aber er interessiert mich echt, weil ich mochte die letzten Shyamalan-Filme. The Visit mochte ich ja sehr. Das war für mich so ein bisschen so der Turning Point von Shyamalan, wo er wieder nach After Earth, das war ja ein Riesenscheiß, wo er dann wieder in die Spur gefunden hat. Old war nicht ganz so gut, aber Knock at the Cabin hat mich ja wieder voll weggehauen, den wir in der Sneak hatten. Ja, also ich gucke den auf jeden Fall noch. Ich werde irgendwann mal noch davon berichten. Was gibst du punktemäßig? Punkte gebe ich ihm im Nachhinein, weil es mir wirklich gefallen hat, muss ich sagen, gebe ich ihm 7 Punkte. Ah, das klingt gut. Okay, also ich werde ihn auf jeden Fall mir noch anschauen. Das weiß ich schon.
Ja, ihr da draußen, habt ihr den Film gesehen? Dann lasst mal einen spoilerfreien Kritikkommentar da auf kinocast.net, würde ich mich auch freuen. Sollte ich da gleich noch reingehen unbedingt ins Kino? Sollte ich mir den im Kino noch anschauen? Ist das wichtig oder kann ich warten? Sagt Bescheid. Und jetzt gibt's erstmal die Charts, mal gucken, wo der da liegt. Kinocharts und Neustarts. Direkt hier aus den Stuttgarter Innenstadtkinos, die einzigen offiziellen Kinocharts für Stuttgart, hört ihr hier bei uns. Platz 5 ist Liebesbriefe aus Nizza. Den hatten wir in der Sneak. War ganz nett. Die Liebesbriefe aus Nizza, ja, ich erinnere mich. Platz Nummer 4, da haben wir gerade was drüber gehört, und zwar Trap, No Way Out. Muss man dazu sagen, dass da das ganze Wochenende noch nicht drin ist, ne, hier in den Charts, weil die haben wir am letzten Montag bekommen, da war nur so ein halbes Wochenende. Wie es in der ganzen Woche aussieht, wissen wir da noch nicht. The Kate war ja auch erst am Dienstag oder Mittwoch. Achso, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Ich war in einer Samstagmittag 13.15 Uhr Vorstellung. Wir waren ungefähr 25 Leute im Saal. Ja, Samstagmittag, das ist schon... Deswegen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der gut besucht war oder nicht, weil ich halt mittags war. Werden wir nächste Woche dann sehen. Wer ist dran? Ich, ne? Platz 3 ist, alles steht Kopf 2. Den hat auch die Kate gesehen. Ist ja krass. Hatten wir auch hier in der Sendung. Platz 2 hatten wir auch hier in der Sendung mit Ich einfach um nur besser dich 4. Den hat nämlich der Erik gesehen. Stimmt. Und Platz 1, den haben wir auch gesehen, allerdings nicht den, der hier drin steht, sondern wir haben Deadpool and Wolverine gesehen. jawohl, hier steht nur Deadpool drin. Aber ja, wir wissen, was gemeint ist. Saugeiler Film, absolute Empfehlung. Wenn es hier den Button, würdest du den Film weiterempfehlen, geben würde, würde ich auf jeden Fall ja klicken. Ich habe ihn diverse Male weiterempfohlen. Meine Arbeitskollegin, die war auch mittlerweile drin, ja, auch sehr begeistert und sehr angetan. Sie fand bloß die Gewalt etwas zu überzogen. Ach, get lost. Das ist ein Deadpool-Film. Ja. Genau. Die Neustarts der Woche, da gibt es eigentlich, wir haben drei wichtige Neustarts herauskristallisiert. Der erste Film ist dieser, den wir auch bei den Sneak Tips schon hatten, Nur noch ein einziges Mal mit Blake Lively, basiert auf einem Bestseller-Roman, wo eine junge Frau in Boston ein neues Leben anfangen will und die lernt da jemanden kennen und baut sich da gerade so eine neue Existenz auf. Und dann kommt aber ihre erste Jugendliebe irgendwie wieder und dann gibt es natürlich große Verwicklungen und Verwirrungen. Finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Also Blake Lively finde ich ja eh ganz cool. Aber ich habe gesehen, 130 Minuten. The fuck? Zum Montagabend. Also, come on, ey. Der nächste, den wir rausgesucht haben, der dauert 119 Minuten und da werden der Erik und ich so, wie es augenblicklich scheint, am Mittwochabend in einer Preview hocken. Inshallah. Inshallah. Alien Romulus. Ja, der Alien-Film von Horrorexperte Fede Alvarez. Da hat man auch schon einen Film. Aber ich lasse die Jungs das nicht alleine gucken. Also nicht komplett alleine gucken. Die gehen nämlich am Mittwoch und ich habe vor, am Samstag zu gehen. Oh, okay. Haha. Na dann. Ja, Fede Alvarez hatten wir auch schon mal in der Sneak Preview. Da hatten wir den Film, diese Neuauflage von Tanz der Teufel, Evil Dead, der ja ordentlich abging. Ich bin da guter Dinge, was diesen Film angeht. Dann ein Animationsfilm kommt noch ins Kino, der jetzt gerade in der Ferienzeit, denke ich mal, vielleicht ganz gut laufen wird. Die wilden Mäuse, ein Animationsfilm über die kleine Maus Paddy aus der griechischen Antike, die ihre Hafenstadt vor Poseidons Zorn retten will. Ja, das waren so unsere drei wichtigsten Kinostarts der Woche. Es startet natürlich auch noch viel mehr. Guckt da am besten www.innenstadtkinos.de. Die haben auch ein Sonderprogramm, so ein paar Arthouse-Filme und so weiter. Da ist einiges geboten. Und außerdem kommen wir gleich zu den Kino-News. News. Demnächst, da kann der Chris bestimmt auch noch ein bisschen zusätzlich was sagen, wird es ein Kinofest geben in Stuttgart. Ein Kinofest. Und in diesem Kinofest, ich finde nämlich gerade meine E-Mail nicht, da gibt es einige Sonderveranstaltungen. Das Wichtigste ist natürlich, jeder Film kostet wirklich nur 5 Euro. Also nicht, wie es in diesem Werbetrailer kommt, irgendwie alle Filme für 5 Euro, sondern jeder Film kostet 5 Euro. Aber halt egal, in welchen ihr geht.
Und da ist zum Beispiel auch wahrscheinlich wieder, wissen wir noch nicht ganz genau, glaube ich, eine Sneak Preview geplant, ne? Ist es, ja, ist ja? es. Also okay. wohl wieder am Samstagabend. Also Kinofest ist wieder da an dem Wochenende oder an dem längeren Wochenende. So wie wir es letztes Jahr auch schon hatten. Und letztes Jahr hatten wir, was letztes Jahr? Was? Ah, hier steht sogar. Kinofest Sneak Preview Jahr. Am Samstagabend steht hier drin. Ja, genau. Auf jeden Fall Samstagabend wird das Sneak Preview. Da wird es dann ein exklusives Filmchen wieder geben, den es fürs Kinofest speziell dann gibt. Und letztes Mal beim Kinofest war das sehr, sehr gut. Das war, ich vergesse immer den Titel, wie er war. Das war das mit der Polizeiermittlung, mit der, wo ich dem Erik und der Kate ja. wärmstens empfohlen habe. Und ja, sie ja. haben ihn dann beide geschaut und Stimmt. waren beide sehr, sehr angetan. Ach, ich komm jetzt auch nicht drauf, aber ja, der war gut. Also das wird auf jeden Fall, gut. wird aus der Film wird bestimmt aus einem anderen Regal kommen, wie die sonst die üblichen Sneak Previews, genau. sagen wir es so. Also es wird jetzt nicht eine französische Arthouse-Film sein wie Rosalie. Ja, und wird wahrscheinlich auch wieder in einem kleineren Saal sein, einfach, dass man so ein bisschen das auch Leuten präsentiert, die sonst vielleicht nicht in die Sneak gehen. Wird wieder ein spaßiges Ding. Ich freue mich drauf, ich habe Bock drauf. Und werden mal gucken. Ja, mal sehen. In Hoffnung, dass wieder was Gutes läuft. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ich habe jetzt übrigens noch den kompletten Text hier. Also es gibt verschiedene Previews, also auch von kommenden Kinostarts, keine Sneak, also normale Previews von Filmen, die erst später anlaufen. Dann einen roten Teppich, der ins Kino reinführt. Okay, ja, nett. dann halt die Sneak, genau, eine Kinofest-Sinne-Lounge-Film und Genuss am Sonntag als Matinee. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Sektfrühstück und sowas. Dann für die Kinder ein Disney-Mitmach-Kino am Samstag und Sonntag. Da habe ich mal Videoaufnahmen gesehen. Da ist wirklich was los, ne? Also da ist dann hier so Meister Mannys Werkzeugkiste oder sowas. Und hier so, da können die richtig gut mitmachen. Dann, was für mich vielleicht auf jeden Fall ein Grund sein wird, hinzugehen, es gibt einen Flohmarkt für Kinoplakate und Banner und sowas für einen guten Zweck. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Da kann ich mal gucken. Das haben sie ja in anderen Kinos auch schon gemacht und wird jetzt hier in Stuttgart auch gemacht, wo dann halt wirklich diese großen Kinoplakate, die im Kino hängen, die man sonst nicht kaufen kann, diese Aufsteller. Ne? Also wenn ihr da von irgendeinem Lieblingsfilm Deadpool vs. Wolverine mal diesen riesen Aufsteller bei euch in der Studentenbude haben wollt, ne? Also das wäre eure Chance. Uns geht für einen guten Zweck. Dann ja, Gewinnspiel und so weiter. Ja, das ist ja das Übliche. Okay. Also geht da auf jeden Fall hin. Ist aber noch ein bisschen Zeit, das ist am 7. und 8. September. Vier Wochen. Also schon mal vormerken, viele fahren ja jetzt vielleicht in Urlaub und schon mal ein Kreuz in den Kalender machen. Ja, dann geht's weiter. Ich habe noch eine News gefunden, die war eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr den Link schon mal geklickt habt, der mit eingebettet ist. In Lyon ist natürlich auch jetzt eine ziemliche Hitzewelle wegen Klimaerwärmung und so weiter. Und hier hat die Stadt jetzt mal eine besondere Aktion gemacht, dass sie verschiedenen Einwohnern, insbesondere Hilfebedürftigen, die vielleicht keine Wohnung haben und sich nicht irgendwo wenigstens in vier Wände flüchten können vor der Wärme, die geben kostenlos Kinokarten aus, Kinotickets, und die können dann halt, wenn es sehr, sehr heiß ist, dann irgendwo sich mal wenigstens mal einen Film angucken und im Kinosaal ein bisschen abkühlen. Finde ich eine gute Sache. Könnte man vielleicht... Das ist eine richtig gute Sache. Ja, könnte man vielleicht auch... Also es gibt nicht nur Kino, man kann auch in städtische Museen reingehen und so weiter. Ne? Aber finde ich auf jeden Fall an sich eine coole Geschichte. Muss ja nicht immer nur für die ganz Bedürftigen und Obdachlosen sein. Es gibt ja auch viele, die sowieso schon weniger Geld haben, weil alles teurer geworden ist. Gerade auch Stuttgart Studentenstadt, vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit. Es gab ja diesen Kulturpass, hat ja meine Tochter auch mitgenutzt hier. Die war ja in diesem Jahrgang. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass man das auch anbietet. Weil Innenstadtkinos sind nochmal angenehm klimatisiert. Ja, ansonsten, wenn ihr das nicht nötig habt, auf so kostenlose Sachen zu warten, könnt ihr natürlich auch so ins Kino gehen, wenn es richtig heiß ist. Heute ist auch wieder Hitzewarnung. Jo, ich sehe gerade, hier ist noch ein Part dazugekommen, jetzt wo ich gerade hier abbinden wollte. Dann D-Box-Sitze steht hier drin. Ja, habt ihr da hier schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Über die D-Box-Sitze? Wir haben ja keinen Praxistest, deswegen. Ja, ich hab die ausprobiert. Ich habe mich bei Trap in einen D-Box-Sitz gesetzt. Ist nicht ganz günstig, muss man dazu sagen. Kann man sich ab und zu mal gönnen. Aber die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Und ich finde, ja.
Abgesehen davon, dass man den Sessel gemütlich zurückfahren kann, die Beine hochfahren kann und man drin hockt, als würde man gemütlich daheim auf dem Sofa sitzen, weil es wirklich richtig weich auch ist, gibt es ein ganz neues Kinoerlebnis. Denn gerade jetzt wie zum Beispiel bei diesem etwas thrilligen, gruseligen, angehauchten Trap-Film, wenn dann die Stimmung mal düsterer wird und die Musik ja schon verrät, dass was passiert, dann ist es nicht nur die Musik, die verrät, dass was passiert, sondern auch dein Sitz, denn er fängt an zu vibrieren. Oder er bewegt sich, wenn bei einem Autounfall zum Beispiel, wenn ein Auto von links in ein anderes Auto crasht, dann spürst du diesen Ruck durch den vom Crash zeitgleich wie im Film auch in deinem Stuhl. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Und die Stühle lassen sich auch einstellen. Also du kannst es komplett ausstellen, wenn du doch merkst, dass es dir zu unangenehm ist, kannst du es ausstellen. Und es gibt drei Intensitätsstufen. Also du kannst es leicht machen, dann spürst du es. Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, du fällst gleich aus deinem Sitz raus. Oder halt stärker, dann ist auch das Vibrieren stärker, die Crash-Gefühle sind stärker. Und ich habe es komplett ausprobiert. Es macht richtig Spaß. Ich habe auch vor, wenn ich in den Alien-Film gehe, den wieder im D-Box-Sitz zu gucken, weil ich glaube, bei so einem Film lohnt es sich richtig. Also mir hat es übel Spaß gemacht. Ich kann es nur empfehlen, es jedem mal auszuprobieren. Ich glaube, bei so Rom-Com-Kuschelfilmen funktioniert es nicht, aber bei Actionfilmen ist es, glaube ich, richtig cool. Okay. Für mich wäre es nichts, weil die sind zu weit hin. Ich sitze lieber weiter vorn. Aber gut. Aber man sieht einfach alles. Nee, ich brauche nicht so zusätzliche. Der Film muss auf der Leinwand wirken und über den Sound. Dann lieber guten Sound, Atmos und so. Als brauche ich nicht. Also ja, für mich wäre das nichts. Aber jeder, wie er mag. Sind ja immer gut besucht, diese D-Box-Sitze. Von daher scheint es sehr viele Fans zu geben. Und ja. Okay, jetzt packen wir noch auf unsere Spotify-Songs-Playlist auf Kinocast-Songs auf Spotify rum den Choir vom Trinity College mit Agnus Dei aus dem Film Rosalie drauf. Und dann sind wir durch für heute. Du hast den Sound-Dinger nicht abgespielt. Ich bin zutiefst erschüttert. Brauche ich nicht, keine Zeit mehr. Zu viel D-Box. lasst euch gut gehen. Bis nächste Woche. Da hört ihr dann hier was von Alien und von der Sneak auf jeden Fall. Mal gucken, was uns da erwischt. Bis dann. Tschüss. Ein erschütterndes Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.